ungünstig. Hallo? Ich war gerade beim Abwischen. Hallo, guten Tag. Ja? Ich habe genug Zeit, aber das lohnt sich nicht. Was soll ich? Ich habe doch genug deine Mutter beleidigt. Was ist da bitte? Hallo, schönen guten Tag. Könnte ich mit Herrn Gerold Steiner sprechen? Ich war der, wie gesagt, wir sind hier eine Trading-Plattform. Haben Sie denn Interesse an den Kryptowährungen oder nicht? Ja, na klar. Haben Sie denn auch schon was getrunken? Ja. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe Ihnen gerade ein E-Mail geschickt. Ahnung. Eine Ahnung. Das ist ja, das ist ja lustig. Das ist nicht Ihre E-Mail, oder? Nicht Ihre E-Mail. Ja. Schönen guten Tag, deine Hilfe wieder. Wo haben Sie diese Ziffer gefunden? Noch, Sie haben doch gesagt, ich soll drei Ziffern sagen. Ja, und damit herzlich willkommen an alle meine Kakerlakenliebhaber zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch gleich vier Telefonate mitgebracht. Alle ein kleines bisschen länger, aber auch nicht allzu lang. Und dachte mir, ich packe sie euch einfach mal zusammen. Viel Spaß damit. Hallo. Günstig, ich war gerade beim Abwischen. Hallo, guten Tag. Ja? Nochmal? Ja, ich war gerade beim Abwischen. So. Ja, und du? Können Sie nicht einen anderen Namen finden? Was? Können Sie nicht einen anderen Namen finden? Ich kann meinen Namen nicht finden, Mann. Nicht den Namen, ein anderes Name, Anmeldung zu machen. Haben Sie einen verhohlenen Sohn? Ja. Ja, wieso schaffen Sie das nicht? Was? Deine Mutter ist eine Hure. Ja, weiß ich. Wie heißt? Die macht ihren Job richtig gut. Ach so. Ja. Ist die Beste in ihrem Job. Die Beste? Ja. Blowjob? Ja. Machst du ja auch Blowjob? Ja klar, das macht die sogar gratis. Was, wissen Sie das? Was? Woher wissen Sie das? Ja, das willst du doch nicht wissen. Dass jeder Mutter Blowjob macht? Ja. Aber woher wissen Sie das? Ja, das verrate ich nicht. Seine Mutter macht Blowjob, Digga. Ja, weiß ich. Ja, sag's. Und deine? Was macht die so? Macht deine Mutter Kaviar-Spielchen? Was läuft? Ich wollte auch mal an deine Mutter grüßen. Ja. Die alte Hure. Ja. Und was ich macht fick die. Und was macht deine Mutter so? Ist sie stolz deine auf dich? Deine Mutter arbeitet auf dem Strich, du Hundesohn. Deine oder was? Ich fick deine Mutter, bis deine Geschwister zu mir Papa sagen, du Hurensohn. Ja, das kannst du gerne machen. Du bist ein Hurensohn. Also, du bist so nett, ich leg ein gutes Wort für dich ein, dann kriegst du das vielleicht kostenlos. Du Schwuchtel. Ja? Schwul, Mann. Ja, na und? Und du? Hast du dich mal angehört, wie du redest? Du redest wie ein Schwuchtel. Ja. Wie ein Schwuler, der jeden Abend sich in den Arsch ficken lässt. Ja. Du kleiner und? Bastard. Hast du ein Problem damit? Hurensohn. Ja, natürlich, weil deine Mutter eine Hure ist. Ja. Kleiner Nuttensohn, Hurensohn. Ich ficke deine Mutter. Kannst du noch mehr oder war das schon alles genau, deinem Kopf? Genau, ich fick auf deinen Vater, wenn du willst. Ja, kannst du auch andere schmutzige Wörter? Nee, nur deine Mutter will ich. Das so. Ist die einzige. Mensch, deine Mutter muss aber stolz auf dich sein, was du so für einen Job machst. Deine Mutter ist sehr stolz auf mich, natürlich. Mhm. Also die steht auf jeden Fall hinter mir. Ja. Genau. Nett von dir. Also wie gesagt, grüß die alte Hure nochmal von mir und die dreckige Fotze. Ja. Das ist auf jeden Fall ihr Schuld, dass du auf der Welt bist und ja, auf jeden Fall, deine Mutter ist eine Hure. Ja, das hast du ja schon gesagt. Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu sagen, oder? Du hast es verstanden, langsam. Ja, nicht so richtig, weil du kannst ja bloß das eine Wort scheinbar. Genau, deine Mutter ist eine Hure. Das reicht doch aus. Ja. Wie hoch ist denn eigentlich dein IQ? Genauso wie das IQ von deiner Mama. Oh, dann kannst du ja... Nämlich gar kein IQ. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann kann das nicht viel sein. Genau, deine Mutter, es ist halt deine Mutter, was soll ich machen? Ja. Genau. Mhm. Und, was hast du eigentlich jetzt vor? Gehst du jetzt zu deiner Mutter? Nö, heute erstmal nicht, aber ich denke mal, wir werden vielleicht morgen mal einen Kaffee trinken oder so.
erzählst du ja auch von mir, dass ich wieder angerufen habe, okay? Ja, das hört sich auch mal an. Alles klar. So. Du Hundesohn. Ja. Speech. Ja. Du Bastard. Was versuchst du hier zu erreichen? Deine Zeit stehlen, und das funktioniert ja scheinbar ganz gut. Du rufst dich ja freiwillig an. Das läuft gar nicht gut, Mann. Ich habe genug Zeit, du kleiner Hundesohn. Denkst du, mich juckt das, dass ich 2 Minuten deine Mutter beleidige? Das sind schon 4,5, aber es sind auf jeden Fall 4,5 Minuten, in der du keinen anderen betrügen könntest. Meinst du? Ja, ist schon mal ein Gewinn. Ein Abzocker weniger. Du weißt ja nicht, ob ich gleichzeitig hier mit deiner Mutter bin. Und deine Mutter betrüge. Verstehst du? Weißt du, bestätigst die ganze Zeit deine Intelligenz. Nee, die Intelligenz habe ich von deiner Mutter. Ja. Macht dir so ein Job eigentlich Spaß, oder? Genau, also wenn deine Mutter da ist, macht es natürlich Spaß, aber wenn die alte Hure fehlt, dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr, ne? Ja. Also deine Mutter ist der ganze Spaß aus der Arbeit. Okay. Das ist schon mal ein Gewinn, ja. Ja, auf jeden Fall. Also deine Mutter ist schon eine dreckige Hure. Ja, manchmal wäscht sie sich auch. Was? Ich sage, manchmal wäscht sie sich auch, dann ist sie nicht ganz so schmutzig. Ja, aber meistens ist sie auf jeden Fall sehr, sehr dreckig. Ja, das kann schon mal vorkommen, ja. Ja, verpiss dich jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du Hundesohn. Ich dachte, du hast ganz viel Zeit. Ich habe genug Zeit, aber das lohnt sich nicht. Was ist? Ich habe doch genug deine Mutter beleidigt. Naja, wir können ja noch ein paar andere Personen nehmen. Was? Ich sage, wir können ja noch ein paar andere Personen nehmen. Nee, deine Mutter reicht aus. Die alte Rudel haben wir heute auseinandergenommen, das passt. Okay. Also, verpiss dich und krieg deine Mutter. Na dann, bis nachher. Ja, was man da jetzt noch groß zu sagen soll, ich weiß es nicht, aber tja, das ist halt ein Trading-Unternehmen, was euch hier anruft, ne? Also ein Unternehmen, was von euch mindestens 250 Euro haben möchte. Ein Unternehmen, wo ihr euer Geld anvertraut, und ein Unternehmen, wo ihr Gewinne mit erzielen wollt. Zumindest geben die das vor. Das heißt, im Grunde genommen tun sie so, als wären sie eine Art Bank. Und das sitzt da am Telefon. Naja, ich glaube, unser Ziel haben wir erreicht, jede Menge Zeit von ihm zu verplempern. Und ich glaube, das bessere Ziel, was wir noch erreicht haben, als nur seine Zeit zu stehlen, in der er keinen betrügen konnte, das bessere Ziel ist ja ganz einfach, ihr könnt auch ganz genau sehen, was da eigentlich für Menschen am Telefon sitzen. Diese Menschen, denen man eben nicht unbedingt begegnen möchte, und exakt diese Menschen, die abends vor den Shisha-Bars stehen, euch anpöbeln und eure Kohle klauen wollen, die sitzen da am Telefon. Gebrochenes Deutsch, tun so, als wären sie die Allercoolsten, und eigentlich leben sie nur von Betrug und Diebstahl. Tja, ich würde sagen, die Menschen haben eine ganze Menge in ihrem Leben erreicht. Und das beweisen die einem ja auch regelmäßig am Telefon mit solchen Gesprächen, was das eigentlich für Gestalten sind. Tja, ich glaube, das kann man so eigentlich ganz gut stehen lassen. Naja, aber ich habe noch ein Telefonat für euch. Was ist da bitte? Hallo, schönen guten Tag. Könnte ich mit Herrn Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Schön, dass ich es erreiche, Herr Steiner. Und zwar, ich rufe Sie eigentlich nur an, Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Ja, warum ist denn das da bei Ihnen so laut? Wie bitte? Bei Ihnen ist es unfassbar laut im Hintergrund. Okay, kleinen Moment bitte, kleinen Moment. So, hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt ist es ein Stückchen besser, ja. Super. Und zwar, Sie hatten ja Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Ja. Na, da haben Sie sich ja bei uns registriert, richtig? Ja. Kann sein. Wie heißt denn die Seite? Die Seite heißt IQTraders. Ach so, ja. .com. Ja, die Seite heißt IQTraders. Die Seite, die wir gestern in unseren Schnipseln, also in dem Video von gestern, 2-mal mit dabei hatten und die auch schon, nicht besonders freundlich am Telefon waren, beziehungsweise, waren sie nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir sogar exakt die gleiche Person, hier wieder am Telefon, einen Tag später, und er kann sich nicht an den gleichen Namen nochmal erinnern. Naja, dann, wenn er das gerne so möchte, dann verarschen wir ihn halt noch ein zweites Mal. So.
Ja. Na, und da bin ich natürlich auch einmal Ihr Account-Manager und wollte Sie mal fragen, wie Sie denn auf uns zugestoßen sind zunächst erstmal. Ja, verstehe ich die Frage nicht. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Naja, sicherlich durch irgendeine Werbung oder so. Hier ist ja ganz schön viel Krempel immer in letzter Zeit. Okay. Haben Sie da schon Erfahrung oder ist das jetzt für Sie komplettes Neuland? Nö, das ist alles noch frisches Feuchtgebiet. Ah, okay. Ich denke mal auch, dass Sie das Ganze auch voll automatisiert einstellen möchten, richtig? Ja, klar. Wenn es alleine da so vor sich hin bummelt, dann muss ich ja nichts machen. Genau, super. Na, ich bin einmal für die Aktivierung zuständig. Ich denke mal, Sie haben sich bestimmt mit Computer oder war das jetzt mit Smartphone angemeldet? Nee, so ein Smartphone habe ich nicht. Nee, sowas habe ich noch nicht. Okay, dann denke ich mal mit einem Computer, ja? Ja, ja. Hm. Ich habe hab ja erst ganz frisch wieder aufgesetzt, mein Rechner. Das ist hier so ein Windows 98. Ah, okay, sehr schön. Der läuft richtig geschmeidig. Also ist zwar noch ein alter Pentium, aber der tut, was er soll und Internet kann er auch. Sehr schön. Könntest du vielleicht den kurz anmachen? Ja, den fahre ich dann mal hoch. Ja, ja. Super. Dann zeige ich Ihnen das kurz. Ja. So. Kleinen Moment bitte, Moment, ich mache Sie kurz auf Stumm. Ich habe Zeit und ich kann auf jeden Fall auch warten, das ist kein Problem. So, und da bin ich wieder, hören Sie mich? Ja, sind Sie jetzt gekommen? Genau. Ja, und zwar ja, ich mache auch immer das Mikrofon aus, wenn meine Sekretärin zugange ist. Okay. So, haben Sie auch auf Ihren Rechner Google Chrome? Nee, sowas kann der nicht. Okay, was hat Ihr Rechner? Windows 98. Ah, okay, wird sie im Internet hineingehen? Mit dem IE. Mit Internet Explorer? Ja, da habe ich ja Version 2.3. Okay, haben Sie da keinen Google Chrome oder Firefox? Nee, sowas kann der nicht. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt ist da wieder laut im Hintergrund. Okay, kleinen Moment. Ich schaue nur kurz mal, ob Sie von uns eine E-Mail erhalten haben. Ja, gucken Sie mal bei mir. Gerold Steiner, ne? Ja, haben Sie die Login-Daten? Nee, die Login-Daten, die habe ich nicht. Ach so. Ich dachte, Sie gucken mal nach, ob ich von Ihnen eine E-Mail bekommen habe. Genau. Kleinen Moment. So. Feiern Sie da eine Party im Hintergrund? Nee, bei uns läuft natürlich auch jeden Tag immer laute Musik für die Motivation. Ja. Was denn für eine Motivation? Genau, also wir arbeiten natürlich auch 24 Stunden, ne, und so, dass wir natürlich auch die Klienten erfolgreich unterstützen können. Ach so, und da tanzen alle zu Harry Potter Musik im Hintergrund. Harry Potter Musik? Hören Sie kein Techno an? Ja, nee, ich hab hier meistens höre ich hier die Marianne Kohlberg oder hier den Dieter Reinsagen. Ja. Okay. Kleinen Moment, da gehe ich kurz in mein Büro rein. Jetzt sollten Sie mich besser hören, richtig? Ja, aber die Party ist immer noch zu hören. Genau, die Party ist da drin. Ich weiß ja nicht, also den Teil konnte ich jetzt hier, glaube ich, mal drin lassen, weil das, also ich meine, jede Art von Musik ist zwar geschützt, aber da das jetzt hier nur wirklich ein absoluter Remix ist, ist das hier von diesen DMCA-Strikes nicht so betroffen. Ist halt keine Originalversion mehr, was nicht bedeutet, dass es nicht erlaubt wäre oder dass es erlaubt wäre. Vom Prinzip her. Der hat ja gerade bestätigt, dass die da mehr oder weniger eine Party feiern. Fragt mich noch ganz blöd, ob ich kein Techno höre.
Also ich weiß nicht, was das soll. Und er ist tatsächlich jetzt in ein Büro gelaufen. Das heißt, die Musik wurde auch leiser. Man hat gehört, dass er sich bewegt hat. Also entweder ist das ein Callcenter mit beschissenen modernen Headsets, die per Bluetooth oder per Wireless verbunden sind und der durch das ganze Callcenter latschen kann. Ja, aber letztendlich hört sich das hier wirklich an, als würden die da eine Party feiern. Also ticken die noch ganz sauber? Nicht bei mir im Büro. Ja, stimmt. Die waren ja schon fertig mit der Sekretärin. So, haben Sie jetzt Ihr PC an? Ja, der fährt gerade hoch. Der fährt gerade hoch, okay. Ich habe jetzt hier schon das Symbol mit dem, wo Windows steht und so. Sehr schön, sehr schön. Kleinen Moment, ich leite Sie da kurz mal weiter. Ja, kleinen Moment bitte. Ich werde jetzt weitergereicht. Genau, zu einem Senior Account Manager. Na, der kennt sich da besser aus. Kleinen Moment. Okay, dann sprechen wir wieder mit dem Rentner. Hallo, schönen guten Tag, spreche mit Gerold Steiner. Ja, ich bin am Apparat. Super, schön, dass ich Sie erreiche. Mein Name ist Thomas. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Ja. Wie weit waren Sie denn mit meinem Kollegen? Wie weit sind Sie da stehen geblieben? Na, gerade war ich in der Küche. Nee, ich meine jetzt von dem Thema her, was wir besprechen möchten. Haben Sie Interesse an das Trading oder? Ja, ne. Klingt ja auf jeden Fall spannend da bei euch, ja. Das auf jeden Fall. Das werde ich Ihnen auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, wie Sie Ihr Geld richtig einsetzen, ja, wo Sie Ihr Geld investieren und wie Sie Geld erwirtschaften. Ja. Das werde ich Ihnen alles Schritt für Schritt zeigen. Aber bei Ihnen ist die Party wieder so laut. Das ist einfach nur deswegen, damit wir die anderen Kundengespräche nicht abhören können. Und das ist einfach nur wieder absoluter Blödsinn und komplett gelogen. Das ist nicht, damit man die Kundengespräche nicht abhören kann. Das ist einfach nur zur Motivation, damit die da alle Bock haben, die Leute zu bescheißen und das Ganze da, ja, wie Spaß wirken soll. Dass die da Spaß und Freude haben mit dem, was die da tun. Also das heißt, dass die da Spaß und Freude dran haben, euch zu verarschen und zu betrügen, um euch mit Spaß um euer Geld zu bringen. Das ist das einzigste Ziel. Ich habe es schon mal angeschnitten. Ich habe dazu mal einen Beitrag gesehen, dass die tatsächlich riesengroße Partys in Hotels feiern, dass alle diese Mitarbeiter in Hotels eingelagert werden, wie Saisonarbeiter und dass die da richtig Spaß haben, dass die Hotels danach aussehen, als wenn die komplett zerstört, die feiern da alle, da werden alle Zimmer ausgebucht und das ist den ganzen Tag nur Krach, laut und ganz furchtbar. Ja, und solche Leute, die telefonieren da mit euch. Ja, und die Party, die feiern sie da wahrscheinlich im Büro noch weiter. Wenn nicht, wahrscheinlich, also meine Vermutung ist sogar, dass die vielleicht sogar einfach Konferenzräume von den Hotels benutzen und die da tatsächlich wohnen, wo die das auch durchführen. Ja, also wenn ihr, stellt euch vor, ihr habt die ganzen Mitarbeiter unter einem Dach. Ja, dann könnt ihr die Leitung immer auch so belegen, wie gerade Kunden reinkommen. Ja, also das heißt, man kann tatsächlich die Frequenz von dem, was man verdient, auch sogar noch nach oben schrauben, indem man dann halt einfach die Mitarbeiter zur Arbeit reinzieht, wenn die da alle unter einem Dach hausen. Naja, und das klingt ja schon nach Spaß. Nur es ist halt nicht unbedingt der gute Spaß, ne? Also, tja, ich meine, so verbraten die dann gleich die Kohle, die sie verdient haben. Wobei, verdient ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Beziehungsweise mithören. Ach so, weil der Kollege, der meinte, der war da mit seiner Sekretärin zugange und hat deswegen sein Mikrofon kurz mal ausgemacht, weil kurz bevor er fertig geworden ist. Sehr. Und dass ihr da immer Party feiert, weil es ja macht ja Spaß da so. Und haben Sie eigentlich auch schon Sekt getrunken? Nee, noch nicht. Also es ist noch nicht die Zeit für Sekt. Okay. Aber die Musik ist einfach nur dafür da, dass wir die Kunden nicht hören, ne? Ach so, damit sie mich nicht hören müssen. Ja. Nee, damit die anderen Klienten nicht abhören. Also ich kann quasi die anderen Gespräche nicht hören, wenn die Musik läuft. Ne? Ach so, nimmt man dafür nicht ein Headset? Ich habe ein Headset an, genau. Ach so. Ja. Aber der hat keine Dämmhintergründe. Keine Dämmhintergründe, ach so. Ja, also es kann keine Musik abfangen oder sowas, das hört der Kunde leider mit. Naja, neulich im Lidl, da war ein gutes Headset, das habe ich mir gekauft. Haben Sie gekauft, wie viel haben Sie bezahlt?
Da habe ich 25 Euro für bezahlt und 19 Cent. Aber 25 Euro ist kein gutes Headset. Nicht? Ja. Nee, leider nicht. Nee, aber wenn ich da hier vielleicht mit dem Bitcoin und so... Da ausgerechnet der will mir jetzt erzählen, was ein gutes Headset ist? Weiß ich nicht, ob er mir da ein gutes Headset empfehlen könnte, weil bei ihm hört man ja auch die Musik und sein Headset hat ja nicht so gut mit Dämmung und so, ne? Vielleicht kann ich ja denn mal ein gutes Headset kaufen. Bestimmt, auf jeden Fall. Was hat dein Headset gekostet? Das wurde von der Firma hergestellt. Die haben rund 160 Euro gekostet. Ach so, kann ich auch so eins haben? Da müssen Sie bei unserer Firma nachfragen. Aber ich denke eher mal, dass muss ich ihn da fragen? Mein Manager. Ja, dann frage ich den mal, dann gib mal. Alles klar, einen Moment. So, jetzt muss ich mich einloggen am Computer. Der da nochmal rangeht. Naja, blockieren wir mal die Leitung weiter. Hallo, Herr Stolder. Ja, hallo. Hier, ich grüße Sie. Ja. Spreche ich mit dem Gerald Steiner? Ja, ist am Apparat. Super. Und zwar, es geht einmal um das automatisierte Bitcoin-Trading. Ist das richtig, ja? Ja, unter anderem. Und der Kollege meinte, ich kann bei Ihnen so ein Headset kaufen, dass Sie sowas produzieren. Ein Headset? Nein. Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, an den steigenden und an den fallenden Aktienkursen oder Bitcoin-Kursen zu handeln. Nee, na, weil der Kollege, der hat sich lustig gemacht über mein Headset, weil ich habe gesagt, ich habe so ein richtig gutes Headset bei Lidl gekauft für 25,19. Und er hat gesagt, da bei euch kostet das über 160 Euro und ich soll mal beim Manager fragen. Dann kann ich auch so eins haben, weil ihr das produziert. Welches Headset meinen Sie, was wir jetzt gerade benutzen? Ja, so ein Headset möchte ich auch. Das ist ein Corsair. Ja, dann nehme ich so eins. Das müssen Sie aber bei Amazon bestellen. Ja, sowas verschicken wir nicht. Weil hier geht es einmal um ein Finanzprodukt. Na, aber der Mann hat gerade gesagt, ihr produziert Headsets. Nein. Doch, hat er gesagt. Dass ihr die selber produziert. Headsets? Ja, hat er gesagt. Geht um Unfug. Da war. Es geht ja um Ihre Registrierung. Nee, ja, na, weil da war zuerst. Damit wir das einmal gemeinsam durchmachen, die Schritte. Zuerst war da ein Mann am Telefon, der gemeint hat, dass der, dass die Sekretärin da kurz ist. Und deswegen hat er das Mikrofon ausgemacht. Ich denke mal, die wird da einen Blowjob oder so gemacht haben. Und dann war auf einmal ein anderer Mann dran und der wollte mir ein Headset verkaufen. Okay, dann weiß ich nicht, wo sie sich verfunden haben. Oder? Ja, weiß ich auch nicht, ja. Aber... Da kann ich jetzt Ihnen auch nicht weiterhelfen. Wie gesagt, wir sind hier eine Trading-Plattform. Haben Sie denn Interesse an den Kryptowährungen oder nicht? Ja, na klar. Haben Sie denn auch schon was getrunken? Ich hab... Wegen der Party, meine ich. Weil die beiden Kollegen haben ja gesagt, sie sind da auf einer Party. Zumindest haben sie es nicht wirklich verneint. Naja, und anhören tut sich's auch wie auf einer Party. Und naja, ich sollte doch auch nachfragen wegen dem Headset und dann legt er einfach auf. Schade, schade, schade. Naja, aber ich habe euch noch zwei Anrufe mitgebracht. Den nächsten hört ihr jetzt. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe Ihnen gerade ein E-Mail geschickt. Sie wollte ein Krypto-Konto aufnehmen, oder? Na, kennt ihr den noch? Den hatten wir hier auch schon mehrfach an der Leitung. Was? Sie möchten ein Krypto-Konto nehmen, oder? Ja. Sie könnten dann, wir empfehlen, dass Sie ein eigenes Privatkonto öffnen beim Coinbase. Dann, das haben Sie als Basis, da kann ich auch privat benutzen, weiter einkaufen, das ist sehr praktisch, ein Coinbase haben. Das ist einer der besten Konten in der Welt momentan, einer der größten. Und dann parallel, damit haben Sie ein Handelskonto. Dann können Sie eigentlich laut Ihrem Wunsch Kapital von Coinbase zu Ihren den Handelskonto überweisen, behandeln damit. Und dann können Sie laut unserem Handelsplan jeder zwei Quartale, wenn Sie möchten, zurücküberweisen oder laut unserem Handelsplan handeln wir dann.
klar keine schlechte Zeit. Bitcoin ist ja fast jetzt beim $50,000, so ich glaube hier bis Weihnachten geht es richtig los. So sieht's aus. Also soll ich Ihnen dann den E-Mail für, da habe ich genaue Instruktionen mit der Zugangsdaten für den Handelskonto und auch wie Sie ihr eigenes privaten Coinbase-Konto öffnen kann. Mhm. Haben Sie schon heute eine E-Wallet? Mhm. Also Sie haben keine E-Wallet? Mhm. Okay. Möchten Sie dann öffnen oder was möchten Sie machen? Keine Ahnung. Okay. Vielleicht schicke ich dann den E-Mail und dann können Sie das öffnen oder was meinen Sie? Ja, weiß ich nicht. Okay, wie viel möchten Sie auf Ihr Handelskonto, wie viel möchten Sie investieren, was möchten Sie machen? Möchten Sie ein E-Mail erreichen, also ein Bitcoin erreichen oder was ist das Ziel hier? Ja, keine Ahnung, Geld verdienen halt, ne? Mhm, okay. So, Vorschlag. Soll ich Ihnen eine E-Mail ja schicken mit den Zugangsdaten oder was meinen Sie? Ja, nun mach doch mal. Warte doch nicht so lange. Okay. Und E-Mail, wo, welchen E-Mail soll ich das schicken? Hä? Welchen E-Mail soll ich das schicken? Was ist am besten? Hier, die hinterlegt ist oder nicht? Ich habe hier. Der Name ist Tim Lauterbach, oder? Ist das richtig? Mhm. E-Mail habe ich wie Armin.Laschet hier. Kann das sein? Hm? Ist das richtig? Nee. Das ist nicht richtig. Aha. Das ist ja lustig. E-Mail, was ich hier habe, ist Armin.Laschet@googlemail.com. Das ist also nicht richtig. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden oder so? Keine Ahnung. Das ist ja lustig. Also das ist nicht Ihre E-Mail, oder? Nicht Ihre E-Mail. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Sind Sie irgendwie psychisch gestört oder so? Nein, nein. Sie labern die ganze Zeit irgendeine Scheiße? Und was wollen Sie jetzt mit Armin Laschet? Also ich glaube, Ihnen geht's nicht mehr gut oder irgendwas. Okay, kein Problem. Okay, das war ein Fehler dann. Tut mir leid. Es muss ein Fehler sein. Was steht hier denn? E-Mail. Das ist das E-Mail. Das ist dann wahrscheinlich Fehler. Dann bitte schon Entschuldigung. Alles Gute. Schönen Tag. Woher der E-Mail-Adresse hat, ich weiß es wirklich nicht. Damit habe ich mich nicht eingetragen. Keine Ahnung, ob die nach ihrer Feier besoffen die Daten da eingetragen haben. Scheint so. Naja, ich habe noch einen Call für euch. Ja. Schönen guten Tag, der Nickel ist wieder. Ja, wir hatten mit Ihnen schon telefoniert. Sagen Sie mir bitte, hatten Sie schon das Programm installiert, oder? Nee, der Rosi ist dazwischen gekommen. Die hatte Kaffee gebracht gerade. Noch einmal bitte. Der Rosi hat Kaffee gebracht. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Bitte um Entschuldigung. Der Rosi hat mir einen Kaffee gebracht. Das Programm haben Sie installiert, AnyDisk. Wollten Sie nicht einen Schlüpfer kaufen? Nein. Ich habe hier gerade. Ich habe das Programm installiert haben. Ich hätte den ganz frischen, der duftet noch. Der dampft quasi noch. Soll ich gleich intüten? Können Sie abholen. Herr Kräutermann, ich brauche keine Strumpfhose, ja? Nee, nicht Strumpfhose. Schlüpfer. Ist noch warm. Herr Kräutermann, seien Sie bitte seriös, ja? Na, wieso? Sind Sie nicht seriös? Letztendlich machen wir hier jetzt Geschäfte. Herr Kräutermann, ich rufe Sie in Bezug auf Trading, ja? Ach, auf Trading. Sagen Sie das doch gleich. Ich habe gedacht, Sie wollen dampfenden Schlüpfer haben von der Rosi. Ja, wir haben mit Ihnen circa 40 Minuten geredet, ja? Sie wissen schon Bescheid, worum es geht. Ach so, die junge Lady mit dem Bonbonpapier am Mikrofon, ja. Gut, sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse noch für Finanzmarkt, ja, für den Handel im Großen und Ganzen? Ja, na klar. Online-Handeln meine ich, ja? Ja, natürlich. Okay. Ich habe mir doch was überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn ich bei euch 250 Glocken installe,
Wie wär's denn, wenn du da bei dir im Callcenter ein bisschen Werbung für die Schlüpfer von Rosi machst? Weil dann könntet ihr ja da alle ein paar Schlüpfer nehmen. Herr Wartemann, das ist nicht möglich, ja? Wieso denn das nicht? Das ist doch so ein Win-Win. Haben Sie das Programm schon installiert oder nicht? Ja, das Programm, das heißt drauf, ja. AnyDesk, ja? Das habe ich mir runtergeladen, genau. Okay. Haben Sie das in Downloads gefunden? Ja, sagen Sie mir bitte. Nee, da habe ich ja gesagt, Rosi hat mir gerade einen Kaffee gebracht. Da habe ich die Suche abgebrochen. Was meinen Sie? Rosi hat mir einen Kaffee zubereitet. Und es gab so ja ein Aktimel. Herr Köppertermann, sagen Sie mir bitte 9 Ziffern. 9 Ziffern? Ja, von AnyDesk. Ich nehme der 5, der 9, der 6, jetzt haben wir 3, ja. Denn der 3, der 5, nochmal der 6, dann nehmen wir noch der 7 und der 8 und der 9. Mhm. Wo haben Sie diese Ziffer gefunden? Noch, Sie haben doch gesagt, ich soll 3 Ziffern sagen. 9 Ziffern von AnyDesk. Wenn Sie das Programm... Ach so, von dem Programm eine Nummer. Ich dachte jetzt hier wie beim Lotto. Wissen Sie, da muss man ja auch so schnell aus dem Kopf ein paar Nummern sagen, wenn Sie anrufen. Okay, ich rufe dann später noch einmal an, okay? Ja, wann wollen wir denn noch mal reden? Okay, ein bisschen später rufe ich an. Okay, dann warte ich auf dich, mein Schnittchen. Okay, gut, Herr Klappertermann. Alles klar. Bis später. Bis denn. Tja, mit den Sachsen-Akzenten haben sie es nicht so. Da kommen sie nicht so schnell mit klar. Naja, ich hoffe, euch hat mal dieses andere Video auch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ja. Wenn nicht, dann natürlich auch nach unten. Nur daran kann ich erkennen, dass euch irgendwas nicht gefallen hat. Schreibt gerne noch in die Kommentare. Teilt das Video auf Social Media oder eben WhatsApp und was es da noch so alles gibt. Den Teilen-Knopf findet ihr direkt unter dem Video. Auch am Smartphone und am Computer. Also keine Ausreden. Schönes Video teilen. Und ja, dann findest du jetzt hier noch eine Playlist mit allen anderen Videos. Und ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tüdelü. Tschüssi.